ab geht's wohin? Nach Mailand. Milano, here coming. Ja, Schatz. So, jetzt, wir kommen, glaube ich, ein bisschen zu spät. Aber alles geht klar. Nee. Stimmt gar nicht. Ich bin sehr pünktlich. Was redest du da? Aber ja, wir haben einen Zug verpasst. Mal gucken. So, ich filme dann gleich wieder, wenn ich drin bin. Also, wir sind ein bisschen verspätet und wir hätten auch unseren Flug verpasst, aber die haben uns jetzt durchgelassen und ja, wir sind glücklicherweise wirklich und wir sind jetzt fast drin. Wir hoffen das Beste. Machen wir so. Ayo. So wie Nadel immer sagt. So, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade im Bus. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hört man uns nicht so gut. Wir haben es geschafft, ja, weil wirklich der Sicherheitsmann ja, uns durchgelassen hat. Mhm. Wirklich, wir haben so ein Glück. Ja, wir gehen raus und warten bis zum Flieger. Ich freue mich. Including the following safety procedures. Ja, sehr sogar. The safety card found in your seat pocket contains important. Ja, wir sind in Mailand angekommen. Ja, endlich. Und. Also, wir haben wirklich, wir hätten fast unseren Flug verpasst. Ja, wirklich. Wäre es mir nicht schon mal passiert, ja? Dass ich in der falschen Reihe stand, ja, wäre es mir jetzt nicht aufgefallen, ne? So, meine lieben Leute, jetzt sind wir mal zurück. Jetzt habe ich mir mal das Handy geschnappt. Meine Frau ist auch dabei. Die habe ich im Bus nicht vergessen. So, wir werden jetzt hier so 500, 600 Meter laufen zum Hotel. Und dann werden wir euch mal das Hotelzimmer zeigen, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist so schönes Wetter. So schönes Wetter. Lauf hier links. Ja, aber es ist so schönes Wetter. Ja. Und wir werden das Wetter auf jeden Fall genießen. Wir werden mal schauen, was wir uns so anschauen. Und ja, wir melden uns später wieder. Jetzt sind wir im Zimmer. So. Unser Bett. Fernsehen. Was gucken wir uns jetzt als erstes an? Werden wir sehen. Hi. Hallo. Hallo. So. Und das bin ich. Ich sehe so fett aus irgendwie mit dem Oberteil. Sehr viel. Und das ist die, warte. So, Entschuldigung. So, das Bad. Ganz okay. Ja. Und das bin ich. So. Das war's eigentlich. Ist klein zwar, aber cozy. Hallo, was ist denn los mit dir? Ja, ist schon ganz schön. So, das war die Roomtour. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus. Also, jetzt haben wir uns ein bisschen frisch gemacht. Ja, ein bisschen. Und gehen erstmal jetzt was essen. Ja, Haare haben den Bauch. Und dann, wir gehen, denke ich mal, jetzt zum Dom. Möchtest du zum Dom? Das ist schön. Das ist doch das, was deine Frau hören will, oder? Definitiv. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Dom. Und dann gucken wir weiter. Wie schwer mein Herz? Wir sehen uns gleich. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einige Male gesagt, dass wir uns gleich wieder sehen. Ja, weil. Okay. Und
Das ist nicht so einfach, weil wir müssen Abschnitte machen. Und dann sagen wir, wir wollen ja nicht so böse sein. Und dann sagen wir, wir sehen uns gleich. Sind wir böse? Also, nein. So, okay. Dann, nein, nicht beisagen. Wir müssen jetzt hier runter. Wir müssen jetzt hier runter in die U-Bahn. Ich denke, wir müssen die M3. Der Einzige. Ich finde es gar nicht witzig, aber ja. Ist egal. Nein, ist nicht egal, aber wir reden danach. Genau, ei. Wir gehen jetzt runter in die Bahn, ja, in die U-Bahn und dann nehmen wir direkt zu 4 Stationen oder so, sind wir, denke ich mal, am Dom. Maske. Oh, glaube ich auch. Ja, dann sind wir jetzt erstmal weg. Warte. Mit Maske. Na, mit meiner Maske, dann lege ich bei der Maske. So. Schatz. Okay. Das ist auch Und dann gucken wir mal, was so abgeht. Ja. So, wir sind jetzt am Mailand-Nano. Ja, so, was? Wo sind wir nicht von gelaufen? Da? Nein. Da gehen wir auch jetzt laufen. Komm, wir gehen jetzt dahin. Und gucken. Ist auf jeden Fall wird es hier nicht. Bist du dir sicher, dass du jetzt sofort was essen möchtest? Ja, vielleicht später. Ich hab gleich was trinken. Ja, ich hab so Lust auf einen Granatapfelsaft, den ich nicht hier finde, so einfach. Doch, wir finden den. Hier am Dom ist es nicht so einfach, ein Granatapfel. Ja. Auf jeden Fall, guck mal, wie schön das aussieht. Apfel, aufpassen. Und wir zeigen mal jetzt hier. Warte mal. Das Problem ist voll doof, dass man das nicht drehen kann. Was? So, dass man. Das stimmt. Weißt du, wir sind. Ah, wir können das. Ja. Hier wird es bestimmt. So. Und jetzt? Schön, ne? Gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Und. Ja. Dann gucken wir mal. Können wir auch zu Gucci rein? Ja. Ja. Okay. So, jetzt sind wir im Gucci Store. Und gucken uns mal nach einer Sonnenbrille. Nicht wahr? Ja. Okay, die kostet. How much? Schick gerade. These one are 300. 300, okay. Yes. Thank you. Thank you. Ja, 300 finde ich auch ganz gut. Ja. Oder? Was denkst du? Nehmen wir sie? Also wir laufen gerade und gehen jetzt so ganz lecker essen oder was trinken auf jeden Fall. Ja. Das sind so die Straßen, so Gassen, kleine Gassen. Und jetzt kommt gleich, wo man nach links gehen muss. Und dann. Gehen wir eigentlich was trinken. So, jetzt gehen wir was trinken. Und dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwo auch was zu essen finden, oder? Was sagst du dazu? Ja, was ganz schön ist, sind hier diese ganzen kleinen Gassen. Oh, jetzt rennt sie. Ja, habt ihr ihn gesehen? Merkt euch mal das Kennzeichen. Jalla! Nein. Jalla, was wolltest du machen? Wir sind draußen. Sehen wir gleich. Sie ist schlimmer als ein Touri-Führer mit einer Fahne auf dem Kopf. Kennt ihr die? Guck mal, ich muss richtig hinterher rennen. Was ist los mit dir? So, du findest ein Restaurant. Hier lang? Oder hier lang? Restaurants und dann suchen wir uns eins auf, okay?
Hallo, wir sind gerade und rauchen eine Pfeife. Ja. Sind im Rotani Booker Lounge, kann man so sehen, glaube ich. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schön. Und die Pfeife schmeckt gut, ne? Schmeckt oder? Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und der Chai darf nicht fehlen. Hallo, das ist aber meins. Ja, okay, nein, sind verheiratet. Ja, das ist mein Glas. Er kriegt einfach aus meinem Glas. Sag mal lieber Sachten oder so, ja? Sachten, hallo. Sachten. Ja, auf jeden Fall, wir waren ein bisschen spazieren. Und was haben wir noch gemacht? Wir waren spazieren in der Sonne, Läden durchschlendern, sagt man so. Ja. Was haben wir dann gemacht? Ach so, ja, und dann wollten wir Pfeife rauchen. Ja, genau, wir wollen auch was essen. Genau. Da haben wir kein Video gemacht irgendwie verplant. Wir sind noch neu. Wir lernen es noch. Ja, auf jeden Fall. Und diese Straße hier, voll cool. Können wir sehen da hinten. Also alles heller und so. Ist cool, also kann man alles essen und so. Und ja, also mal gucken. Auf jeden Fall, die Pfeife ist sehr lecker. Und ja, mein Päckchen. Die Pfeife ist sehr lecker. Und ja, dann wir rauchen jetzt zu Ende. Also, wir haben gerade erst angefangen, ne? Rauchen dann zu Ende irgendwann. Und dann gehen wir nach Hause. So, jetzt sind wir fertig. Yes. Pfeife. Ja, eine schöne, schöne Pfeife. Oh, so lecker, Mann. So wir lecker. Waren auch sehr, sehr, sehr herzlich. Toll. Ja, wir werden euch mal, wie sagt man das, einschreiben? Nein, verlinken. Ja, oder das Café. Ja, ihr wisst verlinken. Schon, was ich meine. Das Café da. Wir packen das da rein. Werden wir auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, die Bedienung ist toll. Ja. Die Leute, also wirklich sympathisch, nett. Okay, er kann nicht so perfekt Arabisch, aber ich schon. Und waren wirklich sehr nett und sehr zuvorkommen und so. Ne? Und war auch nicht so teuer, du musst bedenken, für einen Tourist. Also für eine Touri-Gegend war es auf jeden Fall nicht so teuer. Ja. Und was man hinzukommt sagen muss, zum Beispiel meine Frau, sie macht mir immer einen ganz speziellen Chai, ja? Und da fehlt eine Zutat zum Beispiel. Ja, und sie hat mit denen geredet und die holen zu morgen die Zutat. Wenn wir morgen und machen, kommen. Dann, damit sie mir den Chai machen kann. Krass, oder? Wie süß kann man sonst sein, ja. Oder? Übertrieben. Und ja, jetzt kommt Polizei hier, das ja. Italienische Polizei. Klingt, ja. Klingt wie türkische Hochzeit. Wo bin ich? Du warst zu langsam. Ja, also auf jeden Fall, hier können wir nicht unterschätzt kommen. Auf jeden Fall war sie toll. Wir verlinken es, weil ganz ehrlich, die verdient es. Ja. Sind wir einfach der Meinung. Ich hatte und, Spaß. Und was und ganz am schön. Anfang auch passiert ist, kann man nicht weg, wir wollten draußen sitzen, ja, und was wir aber nicht wussten, draußen war noch ein Platz sozusagen ein bisschen frei. Ja, da saß aber der Besitzer vom Café. Das wussten wir und ja nicht, ne? Der Kellner kam zu uns und hat uns gefragt, wo wir sitzen wollen. Wir so, ja, wir würden gern draußen sitzen. Und der, aber da auf und, der anderen genau, Seite. Genau, der Besitzer hat das mitbekommen, der hat seine Pfeife genommen, hat gesagt, setzt euch bitte hin. Und hat seine Pfeife genommen und ist an einem anderen Platz gegangen. Ja, krass, ich oder? Ich kenne sowas aus Berlin nicht. Ja, also ich will ja keine gewissen Cafés nennen, aber ich auch nicht. Ich habe es auch anders gesehen. Also sehr, sehr kundenfreundlich, sehr, sehr freundlich den Menschen gegenüber. Also wirklich, ganz ehrlich, es hat so Spaß gemacht, dass man einfach darüber redet. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren. Schlendern gehen wir rum. Und warte, ich teile mal hier. Kurz. So. Jetzt machen wir erstmal aus hier. Jetzt alles reicht für heute. Jetzt meine Frau für mich. Nein, noch nicht. Doch, beende mal jetzt. Warte. Alles. Okay.